Shanghai, Megacity, Millionenmetropole mit über 26 Millionen Menschen im Ballungsraum, bedeutendste Industriestadt Chinas. Hier trifft sich alle zwei Jahre alles, was in der Automobilindustrie Rang und Namen hat, zur Auto Shanghai. Mit dabei natürlich Porsche, Deutschlands Sportwagenhersteller Nummer 1. Im Gepäck zwei Weltpremieren. Wir freuen uns, dass wir jetzt vier Jahre nach der echten Weltpremiere eines ganz neuen Porsche, nämlich dem Porsche Panamera, jetzt die zweite Generation vorstellen können. Ebenfalls die Weltpremiere wieder hier in Shanghai. Wir haben das Fahrzeug technisch deutlich weiterentwickelt, insbesondere was das Thema Motor und Powertrain anbelangt. Wir haben den bisherigen V8 Benzinmotor in der S-Variante durch einen neuen V6 Biturbo 6-Zylinder jetzt ersetzt. Dieser leistet 20 PS mehr, hat 20 Newtonmeter mehr Drehmoment und braucht gleichzeitig über 15% weniger Kraftstoff. Unter der Bezeichnung Executive bringt Porsche eine L-Version des Panamera auf den Markt. Auch er hat, wie auch der normale Panamera, nur marginale Veränderungen zum Vorgänger. Am Heck und an der Front unterscheidet sich die zweite Generation. Im Innern gibt es in der Executive-Variante richtig viel Platz. Die 15 cm längere Luxuslimousine schafft für die Fondpassagiere ein Raumgefühl, das keine Wünsche offen lässt. Weltpremiere Nummer 2 auf dem Porsche-Stand hier in Shanghai, der Panamera SE Hybrid, das erste Plug-in-Hybrid-Modell der Oberklasse, ausgerüstet mit dem bekannten 3 Liter V6 Benziner und einem neuen Elektromotor. Die größte Innovation hier ist der Akku. Die Batterie ist so groß mit 9,5 Kilowattstunden Leistung, dass man damit eine gesamte Reichweite von 36 Kilometer bei Zero Emission hat. Und in der Kombination führt das zu fantastischen Verbrauchswerten. Man hat also beides. Man hat ein Zero Emission Vehicle, wenn man rein elektrisch fährt, oder eben in der Kombination hybridisch, dann einen Verbrauch von 3,1 Liter auf 100 Kilometer erzielen kann. Und das ist ein echter Meilenstein in der Geschichte des Automobils. Porsche zeigt hier eindrücklich, dass Sportwagen und Umweltfreundlichkeit sich einander nicht ausschließen müssen.